Es waren harte 2 Wochen für Krone oder Kasperl-Fans. Vorige Woche hat es ja keine Sendung gegeben, denn der Hauptdarsteller war im Urlaub und der Nebendarsteller war krank. Aber wir versprechen, dass wir heute alles reinwerfen werden, wie es auf Fußballdeutsch heißt, um Ihnen unterhaltsame Minuten zu kredenzen. Ich begrüße Sie sehr herzlich und den wieder genesenen und in voller Frische erstrahlenden Hauptdarsteller. Peter Fronnet, also genesen gefällt dir nicht das Wort. Warum? Du warst eh immer genesen. Naja, im Sinne für die Sendung lediert gewesen. Das meine ich. Sendungstechnisch wieder genesen. Nein, sowas genannt. Es war ein bisschen um die Ecke gedacht jetzt. Ja, genesen von den Aufregungen. So war es gemeint. Den Hinflug habe ich einmal verpasst, weil der Wecker nicht geleitet hat. Den Rückflug hätte ich auch fast verpasst, weil genau am Weg zum Flughafen hat sich das Handy aufgehängt, wie man so schön sagt. Womit ich dann keinen Impfnachweis gehabt hätte, wenn man nicht eine hübsche Spanierin geholfen hätte und googelt hätte. Eine immer hübsche das. Sogar? Ja. Ich war natürlich alleine auf Urlaub, am Besichtigungsurlaub gemacht, ja. Was hast du denn so besichtigt? Ja, der Telefon, die Klage gegen den Telefonhersteller läuft übrigens, wird eine Millionenklage. Ne? Ja, ich brauche eine Schlagzeilen. Ich war zuerst ein paar Tage in Ibiza und dann war ich in der Wunder... Auf Kultururlaub natürlich. Kultururlaub, haben wir die Burg angeschaut. Mhm. Dann war ich in der wunderschönen Steiermark. Wann ist denn erbaut worden, die Burg? Wurscht jetzt. Hab dort verfolgt den Unterligaschlager zwischen Koblenz und Bruck an der Mur 2. In der Steiermark, ja. Präsident, genannt der Kartnick der Neuzeit, Ernst Reiner. Starspieler Oliver Reiner und Lucky Madl, das ist übrigens der Bruder von Michael Madl, ehemaliger Bundesligaspieler, 3:0 Erfolg, riesiger Triumph. Und ziemlich bald danach habe ich auch das große Sporthighlight dieser Woche von dort aus der Ferne mitverfolgt. Ich dachte, das war diese Unterhauspartie. Habe ich auch geglaubt, aber dann kam ein Mann namens Martin Hinteregger. Ja, Gott sei Dank. Jetzt hat man schon fast 2 Minuten geredet und den Hinteregger noch nicht ins Spiel gebracht. Genau, das ist eigentlich eher ein Skandal. Entschuldigung, Martin, dass wir das mit Verspätung gemacht haben. Also da jubelt er irgendwo mittendrin mit seinen Frankfurtern gegen die Bayern. Ja, weil er in der Jubeltraube wieder regelrecht verschlungen sozusagen. Na, einmal mehr Geschichte geschrieben. Ich bedanke mich jetzt wirklich schon bei Ermann. Wir können ihn wirklich jede Woche in dieser Sendung erwähnen. Zuerst einen kleinen Föller gemacht, ausnahmsweise, und dann in hintereckischer Manier das sofort ausgebessert mit dem Treffer zum Ausgleich. Frankfurt bekanntlich 2:1 gewonnen, ja, eine Riesensensation. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, über 30 Spiele lang hat Bayern zu Hause nicht verloren. Ja. Ja, bei Bayern müssen Köpfe rollen jetzt, oder? Nagelsmann erreicht offenbar die Mannschaft nicht. Ich hätte den Bayern, die ja ständig irgendwas einkaufen, jetzt endlich einmal raten. Nehmt euch den Hinteregger, ne? Ich weiß nicht, wem es da geholt haben. Ne? Aber ganz im Ernst nachgefragt, du machst dir keine Sorgen um die Bayern, oder? Sei ihnen auch einmal zugestanden. Ist irgendwie menschlich, macht es ja spannend, die ganze irgendwann Sache. Irgendwann einmal müssen auch die Bayern verlieren. Bin trotzdem überzeugt, dass sie wieder deutscher Meister werden. Ist jetzt aber keine sehr gewagte Prognose, muss man sagen. Ja, seine Prognosen, die haben jetzt immer gehalten. Ich weiß schon, was du hinaus willst, gedulden Sie sich ein bisschen. Wir werden schon noch darauf sprechen. Du wirst heute Abbitte leisten. Also, ich bin schon sehr gespannt, wie du bei der Causa, die ich vermute, um die es geht, die Kurve kriegen wirst. Aber ist ja wurscht, so weit sind wir noch nicht. Wir kommen vom Bayern Deutschlands zum Bayern Österreichs, mag ich sagen, zu unserem Rekordmeister FC Salzburg, wie er auf internationaler Ebene heißen muss. Und wo er auch zu brillieren weiß, da sieht man Jubelszenen vom Champions-League-Spiel gegen Lille. War schon stark. Ja, die Salzburger haben einmal mehr die ganze Woche wieder Geschichte geschrieben. Herausragend zuerst der Triumph gegen Lille. Jetzt sind sie mit 4 Punkten Tabellenführer in ihrer Gruppe. Hat es auch nicht so oft gegeben, wenn es überhaupt schon einmal gegeben hat. Ich glaube, eventuell Sturm da im Jahr 2000, wo weitergekommen sind in die damalige zweite Gruppenphase. Aber ja, eine österreichische Mannschaft, die eine Gruppe in einer Champions League anführt, da kann man echt nur sagen, Hut ab. Aber typisch österreichisch muss ich jetzt natürlich das Haar in der Suppe suchen und sagen, es könnten theoretisch auch potenzielle Europa League-Gegner sein, die Salzburg da zugelost bekommen hat.
Schau, du musst. Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen österreichisch angehen, damit man ja den Charakter dieser Sendung war. Um Gottes Willen, ich bin ein großer Bewunderer der Fußballkünste von Salzburg, steht überhaupt nicht in Frage. Sie haben sicher bei der Auslosung ein bisschen Glück gehabt, was die Qualität der Gegner betrifft. Dafür hat es kein echtes Kaliber gegeben, wie, weiß ich nicht, Liverpool, Real und so weiter, weil das war natürlich die echte Attraktion gewesen, die einmal in Salzburg zu sehen, solche Teams, Liverpool war eh schon hat da. Hat man ja schon gesehen, Bayern ja. Und ich glaube auch in der derzeitigen Form, dass auch Mannschaften wie Real Madrid und so für die durchaus Gegner wären, mit denen man zumindest mithalten kann. Also man hat es ja gesehen, gegen Liverpool hat man ja zumindest keine Abfuhr kassiert. Man war zweimal fast auf Augenhöhe. 3-4 da auswärts war eh legendär mit der Auferjagd und dann glaube ich 0-2 zu Hause. Ja, auch in der Meisterschaft sieht man ja, jetzt haben die 10 Spiele, 10 Siege, Startrekord in eigenen eingestellt. In Summe sind es, glaube ich, schon 14 Spiele, die sie in der Meisterschaft in Serie gewonnen haben. Ich glaube, das hat zuletzt Rapid im Jahr 1987, also vor einer Ewigkeit, 34 Jahre geschafft. Da warst du 5 Jahre alt damals? Nein, da war ich schon fast bei der Krone. Ne? Das war das Jahr, ich glaube, die Saison nach dem Einzug ins Europacup-Finale. Du hast überrissen, dass ich dir ein Kompliment machen wollte. Du wolltest dir drauf sagen, danke, Herr Kollege, dass du mich so jung machst. Das wolltest du jetzt sagen, richtig? Na, du hältst mich schon wieder am Schmäh. Nein, das wird immer nie trauen, um Gottes Willen. Du ziehst das ins Lächerliche, ich weiß schon, wie alt ich ausschaue. Jetzt hast du gesagt. Jetzt hast du den Barbara Streisand-Effekt erzielt. Du hast zum Thema gemacht, was eigentlich gar ganz ist. Ich werde mich ein bisschen liften lassen für die nächste Sendung. Ja. Beim Wasek? Du mit dem Lugner mach gemeinsam. Mach keine Werbung für irgendwelche Ärzte. Ja, Werbung keine. Ist verboten. Nein, wir in machen Werbung Sendung weiter für unseren Fußball und für einen Mann, über den wir dann schon noch speziell sprechen müssen. Da lacht er uns eh ein bisschen spitzbübisch entgegen mit Kapperl auf der Mann der Stunde bei den Salzburgern. Karim Adeyemi hat wieder einmal getroffen auf internationaler Ebene. Der ist unglaublich cool und wie lange noch im Salzburg-Trikot zu bewegen? Naja, wahrscheinlich nicht mehr lang. Die Geschichten kennen wir eh schon. Ich sage nur Haaland und so weiter. Solche Typen wie der werden nicht lange zu halten sein, aber ich sagte, es gibt noch einen Mann der Stunde. Der Bursche ist extrem jung für einen Fußballer. Sein Trainer, der Matthias Jeißle, ist glaube ich 33 Jahre alt. Jüngster Trainer der Champions League, wenn man sich seine Geschichte anschaut. Er hat früher Liefering trainiert. Davor war er eigentlich nur in Anführungszeichen Co- und Nachwuchstrainer. Und jetzt, innerhalb doch recht kurzer Zeit, eine in Wahrheit völlig neue Mannschaft zu formen, die dann solche Leistungen bringt. Ja, das ist schon fast ein Ritterschlag für Andreas, 33 ist sowieso. Und ich denke, auch er wird früher oder später mal irgendwo im Ausland in einer der großen Ligen tätig sein. Das werden wir gern begutachten und verfolgen. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Matthias Jeißle hat vorige Woche ein, ich finde, sehr interessantes Krone-TV-Interview gegeben. Jetzt nachzusehen auf Krone.at, falls Sie sich vertiefen wollen in diese Materie. Hast also, du geführt? Ja, selbstverständlich. Ist das nicht. Und du hast das nicht gesehen. Die eigentliche Frage ist, warum hast du das nicht gesehen? Nein, war sehr spannend. Ich habe es sehr spannend und unterhaltsam empfunden. So, Salzburg kommt aus dem Jubeln eh nicht heraus. Am Wochenende hatten nach längerer Zeit, mag ich sagen, auf Bundesliga-Ebene zumindest auch die Rapid-Fans wieder einmal Grund zum Jubeln gehabt. Und zwar dank eines am Anfang recht hartscherten, letztlich aber dann doch souveränen 5-2-Siegs gegen Tirol, der den Trainerwechsel abgesagt hat, so haben es wir getitelt. Kann man das so stehen lassen? Ja, der Didi Küber hat dann auch von einem Befreiungsschlag gesprochen und auch zugegeben, wie groß der Druck war auf ihn selbst, auf die Mannschaft auch. Ja, man hat bei diesen Worten deutlich die Erleichterung mitgehört, die bei ihm vorhanden war. Sonst war er, wenn das jetzt wieder in die Hosen gegangen war, ich glaube bei einem Unentschieden sogar, war er Rapid sogar letzter der Tabelle gewesen. Wäre natürlich unwürdig für so einen Club, der so viel Tradition und so viele Erfolge in der Vergangenheit auch hat. Ja, was mir wenig... Darf ich kurz noch zum Thema Vergangenheit was zu sagen? Ich weiß eh, wir kriegen jetzt zurecht die Watschen, weil es heißt, ihr mit euren Vergleichen in die 80er Jahren, ihr lebt in der Vergangenheit, aber das darf ich jetzt ganz kurz nur erklären, wie es mir gegangen ist, als ich heute ins Büro gefahren bin, im Auto und Radio gehört habe. Da ist die Meldung gekommen, so Rapid wieder im Aufwind und hat jetzt sogar die Austria überholt. Und wenn man sie jetzt
denkt, dass diese Meldung irgendwann in den 80ern kolportiert wurde, dann hätte es wahrscheinlich geheißen, und ist jetzt Tabellenführer. Tatsächlich hat die Meldung aber dann geendet mit und lacht jetzt von Platz 8. Es ist irgendwie so in etwa, ein bisschen skurril, hilft uns jetzt nicht weiter. Ja, das ist eine spannende Meldung irgendwie. Ja, das zeigt schon, wie sehr halt beide Wiener Clubs am Boden sind. Weil Erster werden sie sowieso nicht, Zweiter, wenn Sturm so weiter spielt, ist auch außerhalb jeglicher Reichweite. Ja, im Moment ist Wien alles andere als die österreichische Fußballhauptstadt. Allerdings, Rapid hat unter der Woche bei West Ham International gespielt, sich dort wacker und teuer verkauft, wie ich meine. Und es hat ein bisschen unrühmliche Begleiterscheinungen gegeben. Wir haben da ein Bild von den Fans vorbereitet, diesmal von den West Ham-Fans, die da, wir sind jetzt wirklich nicht die Anwälte der Rapid-Fans, aber in dem Fall schon zuerst losgelegt haben. Es hat ein bisschen Tumulte gegeben, Peter, was war los genau? Ja, es sind anscheinend die ganze Zeit, oder was heißt anscheinend, es sind offensichtlich die ganze Zeit schon diverse Gegenstände. Sieht man sogar so eine Wassertonne oder Wasserkanister. Von den West Ham-Fans in Richtung der Rapid-Fans geschleudert worden. Die Rapid-Fans haben sich das natürlich auch nicht gefallen lassen, ist irgendwo verständlich. Ja, haben dann, glaube ich, den West Ham-Sektor versucht zu stürmen oder sogar gestürmt. An sich haben solche Szenen und diese ganzen Chaoten im Fußballsport absolut nichts verloren. Die gehören ausgerottet. Wir haben uns jetzt alle gefreut, monatelang, dass nach dieser leidigen Corona-Geschichte wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. Und dann führen sie ein paar Geisteskranke so deppert auf. Also das hat im Fußball nichts verloren, wobei noch viel unschöner war bei allem Lob, das wir für Sturm Graz schon verwendet haben, zu Recht auch, war die Sache, die sie dort vor dem Feyenoord-Spiel PSV. PSV Eindhoven, Entschuldigung, abgespielt hat. Da haben wir jetzt keine Bilder, weil es keine gibt, zumindest keine offiziellen, aber dort hat es sich wirklich abgespielt. Ja, offensichtlich haben 50 vermummte Sturmfans ein Lokal gestürmt, wo Eindhoven-Fans gerade was getrunken und gegessen haben. Also ich meine, muss man ja wirklich. Diesen Menschen muss man jegliche Vernunft und jeglichen Verstand absprechen. Wie gesagt, das hat der Fußballsport nicht nötig. Ne? Das lassen wir so stehen und mehr Plattform wollten wir diesen Herrschaften auch gar nicht bieten. Deswegen kehren wir zurück zum Sportlichen, bleiben beim Fußball und kommen zu unserem so geschätzten und geliebten ÖFB-Team, das in dieser Woche wieder in der WM-Qualifikation gefragt ist. Und Franco Foda wird auch gefragt sein und er steht wahrscheinlich so sehr am Prüfstand wie schon lange nicht mehr, oder Peter? Ja, also es wäre jetzt keine große Überraschung, wenn das die Abschiedstour des Franco Foda als Teamchef wird. Ah, jetzt musst du dir den Vorwurf gefallen lassen, dass du da, wie sagt man auf Burgenländisch, einen lahen Saustallbärat machst. Nein, brauche ich nicht. Also der neue Präsident, der Herr Miletich, hat das ja auch schon anklingen lassen, dass man sich nach Alternativen umsehen muss. Wärst du zu haben? Nein, aber im Malzi haben sie gefragt, Malzi. Anscheinend. Ne? Weil er gut Tennis spielen kann. nicht einmal das. Nein, wir kommen vom Thema ab. Ich sogar sprachlos, wir kommen vom Thema ab. Also, was tut sich? Ja, und die zwei Spiele im Malzi sind sehr bedeutungslos, weil Färöer, Dänemark. In die Playoffs wahrscheinlich sowieso über die Nations League oder so gut wie sicher kommen. Trotzdem. Färöer wissen wir ja, was 1990 passiert ist, also wehe, es passiert wieder Ähnliches, dann ist sowieso die Kacke so richtig am Dampfen. Und Dänemark, die waren im Euro-Halbfinale, sind in Traumform. Ich habe jetzt die Tordifferenz nicht im Kopf, die sie in der WM-Qualifikation dabei haben. Also dort einen Punkt zu holen, wäre fast schon eine Sensation. Noch dazu wird es wahrscheinlich einige Ausfälle im Nationalteam wieder geben. Ja. Keine dankbaren Spiele für die Mannschaft und schon gar keine dankbaren Spiele für einen Teamchef, um den es ohnehin schon seit Wochen viele, viele Diskussionen gibt. Wobei ich muss sagen, mir tut es ein bisschen leid, weil rund um die oder bei der Euro und so weiter, mir hat es gefallen, wie der Franco Foda da agiert hat in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber so schnell geht es halt im Fußball. Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ist dort näher zusammen als in anderen Sportarten. Alles klar, falls du dich fragst, warum ich so schmunzle, kann ich es dir erklären. Weil auf meinem Schummelzettel steht jetzt groß das Schlagwort Hirscher drauf. Und jetzt glaube ich zu meinen, was der gewiefte
Argumentationstechniker Peter Frauneder im Schilde führt. Du wirst mir jetzt nämlich abwaschen wollen, wobei ich kann mir jetzt schon denken, wie das ablaufen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich überzeugen wirst. Aber bitte, die Bühne gehört jetzt einmal dir. Sag ja, was. Ne, du hast schon deinen Verdacht, da liegst du sehr, sehr richtig. Du musst jetzt hier, da ist der Marcel, Van der steht da. Wusstest du, was Hirsch auf Englisch heißt bis zu diesem Tag? Hand aufs Herz. Van der. Ja, wusstest du es? Ja. Ja klar, nein, was für eine Frage. Oder Van der eigentlich. Naja, ist die Frage, ob man es jetzt niederländisch oder englisch ausspricht. Also sagen wir halt Van der. Also bitteschön. Ja, du hast mich monatelang hier, über mich lustig gemacht. Nein, das habe ich nie gemacht. Weil ich angekündigt habe, dass es ein Hirscher Comeback im Weltcup geben wird. Na, du hast gesagt, er wird weiterfahren, so glaube ich. Ich habe gesagt, ein Hirscher Comeback im Weltcup wird es sicher geben. Dann bist du zweimal falsch gelegen. Erstens hast du eine fortgesetzt werdende Karriere prognostiziert und dann ein Comeback. Beides hat den Stolz gewonnen. Aber gut, du bist eines. Fortgesetzte Karriere habe ich mich ausnahmsweise getäuscht, so, was schon, sehr selten vorkommt. Ich habe gesagt, es wird ein Comeback im Weltcup geben. Du hast die Monate lang darüber lustig gemacht. Und jetzt ist er schon wieder da mit dem Van-Dier-Ski. Du, jetzt könnt ihr da noch sagen. Kann man da, also so kann man immer irgendwas konstruieren und irgendwas herstellen. Du wärst guter Politiker geworden, du kannst jedes Wahlergebnis schönreden. Schau, wenn es einem zu blöd wird, stell dir sie vielleicht wirklich selber wieder auf den Ski drauf. Aber glaubst du das ernsthaft? Es ist alles möglich. Er ist immer noch, ist er 32, also normal ein Alter, wo man im besten Rennfahrer. Oder ist im besten Rennfahreralter, sagen wir es so. Ja. Also nein, war schon eine Sensation, wenn er selber wieder fahren wird, aber die Ski, die wird es geben. Aber jetzt ganz ernsthaft nachgefragt, wie schätzt du ihn als Teamchef, als Unternehmer im weitesten Sinne ein? Was ist dieser Marke zuzutrauen? Du, er hat in seiner ganzen Karriere bewiesen, dass er ein absoluter Top-Profi in jeglicher Hinsicht ist. Ich habe in all den Jahren nie so einen Sportler erlebt, der wirklich in allen Bereichen so perfekt oder versucht hat, perfekt zu arbeiten wie der Marcel. Seine ganzen Erfolge geben ihm natürlich eindrucksvoll recht. Er war oder ist der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten, österreichische. Ja, und ich bin sicher, er wird auch da so dran arbeiten. Und das glaube ich auf alle Fälle. Er wird ständig selber testen, was aus diesem Ski noch herauszuholen ist. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wissen wir alle nicht, wer ihn dann fahren wird und ob ihn schon nächste Saison wer fahren wird, ist wahrscheinlich für die Österreicher gar nicht so leicht, weiß ich nicht, wie das mit dem Pool ausschaut, das ist ja ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Aber sollte er nicht ganz ausgelastet sein mit seiner neuen Skifirma, könnte er so nebenbei noch ÖSV-Präsident werden? Ja, auch da ist ein Thema jetzt. Ne? Sollen wir die Schlagzeilen bringen? Vielleicht können wir die Gerüchteküche anheizen. Nein, also das glaube ich nicht. Aber das Thema ÖSV-Präsidentschaft ist ein traurig aktuelles, muss man sagen. Ja, leider sehr, sehr traurig. Der Karl Schmidhofer hat, glaube ich, ziemlich genau 100 Tage nach seiner eigentlichen Amtsübernahme ist er zurückgetreten aus privaten Gründen, weil sein Sohn im sehr jungen Alter ziemlich schwer erkrankt ist. Also an dieser Stelle baldige Besserung. Ich glaube, in Salzburg ist er der Sohn. Ja, wie gesagt, wirklich traurig. Und jetzt geht das ganze Hickhack um den neuen Präsidenten wieder los, das wir ja schon im Frühjahr gehabt haben. Es ist die Frage, wie das jetzt aussehen wird, ob sich der Altpräsident Peter Schröckstall wieder derartig einmischen wird, wie er das vorher hat. Oder selber kandidiert. Ja, jetzt sind wieder zwei Kandidaten stehen im Raum, die wir auch schon kennen. Das hat jetzt überhört. Was? Aber selber kandidiert. Ach so, ob er selber kandidiert? Ja, ist ihm auch zuzutrauen, weil ich jetzt unlängst mit einem telefoniert, einem scheint eh fad zu sein. Aber irgendwann fliegt er jetzt wieder nach Kanada fischen im Oktober. Aber das lastet ihn halt auch nicht auf Dauer aus, ne? Wie wir wissen. Ne? Wer weiß, wo es alles kommt. Das ist alles ungewiss. Gewiss ist, dass jetzt Zeugnisverteilung kommt. Sind wir schon so weit? Ja, selbstverständlich. Mir ist das so kurz vorgekommen. Du redest so schnell, du hast nur eine Minute. Kasperl und eine Krone verteilen. Gib Gas. Ja, der Kasperl geht an die Chaoten von Sturm Graz, die da wirklich vermummt irgendein Lokal gestürmt haben. Wie gesagt, das hat im Fußball nichts verloren, auch wenn es am Tag vor dem Match passiert ist.
Das ist ein Blödsinn und da sollte man als Verein schon auch entscheidend eingreifen, um das zu unterbinden in Zukunft. Ne? Ja, die Frage, wie sehr der Verein dafür verantwortlich ist, was nicht im Stadion passiert. Ja, nicht immer so. Nein, ich muss immer deine Thesen in Frage stellen. Ich muss nur deine Thesen immer in Frage stellen. Ne? Das ist die Aufgabe des Journalisten. Man kann diesen Typen, die werden ja wissen, wer es ungefähr war, denen würde ich einmal sehr lange Zeit Stadionverbot geben. So das habe ich gemacht. Okay. Also dann müssen Sie sich präziser ausdrücken, Herr Kollege. Entschuldigung. Ne? So, und jetzt werden alle sehr überrascht sein. Ich möchte mich auch gleich an dieser Stelle in aller Form und Höflichkeit bei dem Martin Hinteregger entschuldigen. Du kriegst diesmal trotz deines Tores nicht die Krone, weil du eh schon 25 oder 30 zu Hause hast in etwa. Nein. Die Krone kriegt der Matthias Jessle für die Erfolge, die er in dieser kurzen Zeit mit Salzburg gefeiert hat, zu denen er Salzburg geführt hat. Ja, ist wirklich nicht selbstverständlich, eben wie schon gesagt, mit 33 Jahren schon gar nicht. Und ich wünsche mir, dass das speziell in der Champions League in den nächsten Spielen alles so weitergeht.